Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Ich vertraue einfach mal in meine Fähigkeiten. So, good luck tomorrow and all that. It's going to be a very long day, Noah. Get some rest. Okay. You too. Mach ich. So, der große Tag ist da. Der große Tag ist da. Ich kann nicht einschlafen, das war ja wieder klar. Vor dem Kampf werden wieder Gespräche geführt. Oh, dann spazieren wir mal ein bisschen rum. Hab mich schon gewundert, warum hier alles so ruhig ist. Vielleicht aufs Dach hoch. Ganz typisch. Ah, natürlich auf dem Dach. Kurz vor dem Kampf wird noch übers Leben sinniert. Ah. Master Scene? Was passiert? Yes, Yele. Morgen. Oh, hier, da, Bums. I just wanted to thank you again for rescuing us. I don't deserve that. I failed to save your family, and as a citizen of the Empire, I owe you so much more. That's why winning tomorrow's battle is so important. We'll be defending the lives and livelihoods of countless people, not just your village, but people across the League of Nations. Also, the citizens of the Empire must be saved from the ambitions of a tyrant. And I believe we can do it. Das glaube ich auch. Wir schaffen das. I believe it too. And I'm praying you come back safely. Die hat ein bisschen Crush auf ihn, kann das sein? We'll need all the luck we can get if we're to make it through the day. So every prayer you say makes me feel all the stronger. Hm? Sorry, ich wollte euer Date nicht stören. Sorry? Komm, reden wir nochmal, Buddy. Hello, Noah. I'm, well, sorry I barged in like that. Barged in? On what? Okay, er hat's noch nicht gecheckt. Noah, do you remember our first conversation down in the Rune Barrows? Yeah, I do. It was so quiet. Just like now. Look how much our lives have changed. You've gone from a newcomer in the Watch to the commander of the Alliance, and I've left the Empire to fight at your side. I guess it is pretty strange. My mind's been so wrapped up in everything going on that I've forgotten how to reminisce. Well, at least you haven't changed much. You meddle on a much bigger scale now, but otherwise, eh. Oh, that's all I've changed? Eh? When we met, I thought my path in life was fame, renown, and living for my family. My father had pinned his hopes on my elder brother. When he died on the battlefield, grief overwhelmed my mother and she completely closed down. On that day, I decided it was my turn to step up. I lived for my house so blindly that I even raised my blade against you, my friend.
like every decision I made to that point was wrong. And now, I don't know who I am anymore. Really? Because I just see the same person you've always been. Yes. And what is that? Someone who has this... Well, I guess you'd call it a creed? Or a code, maybe. Values that you stick by, no matter what. I saw it in you at the Barrows. I saw it in you when we fought in Eltis Vice. And I see it in you now. A code? Yeah. I mean, I didn't know what I was thinking that day I left Kashiri. I just sort of went. But then to meet someone like you, a man with actual goals and principles, it was mind-blowing. And I admired you for it. So why do you keep fighting this war? And don't say to meddle, because we both know it's more than that. My mother died when Lane and I were little, so Dad was the one who raised us. He did everything. And then one day, poof, he was gone too. Some bandits raided the village. He decided to fight back. And... As a kid, I couldn't begin to understand why he did that. In fact, I hated him for it. I hated that he made it his problem when he didn't have to. Like, was whatever he was trying to accomplish that much more important than us? I wanted so badly to understand him. I see. And did you find your answer? Yeah. Turns out I'm a lot more like him than I realized. I wouldn't be here if he hadn't stood up that day to protect me, Lean, and the rest of the village. So that's why I'm doing the same now. Well, don't forget there are lots of people ready to fight for you as well. Including me. Thanks, Sane. I'm glad you'll be with me for the battle tomorrow. Wunderbar. Haben wir uns nochmal ausgesprochen, Freunde. So long as we remain together, we cannot lose. Das sind richtige Bros. I should go, Noah. Have to rest up for tomorrow. That we do. Na, mal gucken, schönes Gespräch, nochmal einen kleinen Einblick in die Charaktere. Ich glaube, das muss ich jetzt mit vielen Leuten führen, dass da nochmal Gespräche geführt werden. Ach, Yuma ist auch da. Na ja, gleich das nächste Gespräch. Ah, Noah. Everything all right, Yuma? Oh, well, I suppose I'm so nervous about tomorrow that I'm having trouble falling asleep. I thought talking with Periel might calm my nerves, but when I went to her quarters, she wasn't there. Janquist didn't seem to know where she was either, so I've been trying to figure out where she might... by which I mean... Yes? She's not in your quarters, is she? I think you've got the wrong idea. Oh! Goodness, but I'm so very worried. Ever since those Imperial troops appeared on the horizon, she's had this agonized expression on her face. I do hope nothing bad happened. But she seems to trust you, so if you see her, do you think you could reach out? Sure. I'll do that. All right. Oh, I'm so useless. No wonder she doesn't confide in me. I wonder where Periel went.
Periel, wo bist du? Heißt es jetzt, ich muss Periel suchen? Vermutlich, ne? Ist hier jemand? Nope, ich muss wirklich Periel suchen. Ach, die drei noch. Slow down, General. You're overdoing it before the big battle. It'll take more than a few drinks to topple the mighty Kogan. Oh. Ho there, cousin. Come for a little pre-battle celebration? He wouldn't come see us for that. Oh, you're no fun. Listen, cousin. When I'm done tearing up the battlefield tomorrow, I'm gonna throw my head back and shout victory with a big belly laugh. Just for you. Seriously, though, Noah, we don't have any doubts you're gonna lead us to a win. Practically a given! Hey! Schön, dass ihr alle so zuversichtlich seid. Not that we need it. That'll be fun to celebrate with once we win the war. Wunderbar, okay. Haben wir die auch abgegrast? Was gibt's noch hier so? Da geht's nicht rein. Da auch nicht. Also wieder runter. Also einmal von oben nach unten alles abarbeiten. Da natürlich auch nicht. Okay, das möchte er noch nicht. Da möchte er auch nicht hin. Vielleicht jetzt hier draußen. Ach, da ist jetzt. Ach, wie heißt sie gleich? Evening, Noah. Hildi. Couldn't sleep. Stimmt, Hildi. Just out for a walk. What about you, Hildi? I've been double-checking everything for tomorrow. We can't afford a single mistake in such an important battle. Das ist richtig. You know, I had my reservations when the lieutenant, when Sane told me he was deserting the Empire. My entire life had been built around my military career, and the thought of turning my coat was unimaginable. So, why'd you do it? Because I owe a debt to House Kessling and Sane's father. In fact, that's how I ended up becoming Sane's aide. He always seemed conflicted, both when he was out on missions and when he was placed under Duke Aldrich's command. I'm sure he was just as conflicted by his decision to leave. But the moment he did, it was like the shackles came off. He was finally free to fight for his own beliefs, and I could see he was happy. That's why I went along with him, because seeing him happy also made me happy. I believe we have you to thank for being such a strong influence on Sane. Oh, I don't know about that. No, it's true. So, on behalf of the lieutenant, allow me to extend my deepest thanks. You helped him discover that he could walk his own path through life. You set him free. Ich hab ihn befreit. Oh. Oh, I don't. I mean, that seems a little... Wait. Really? I think I'll get back to work, Commander. Don't stay up too late. We need you on top form tomorrow. Ich versuch's. Yes, ma'am. Aber ihr alle seid auch noch wach. Das ist auch nicht gut. Ihr sollt auch schlafen vor dem Kampf. So, ach ja, da sind die schon mal. Quatschen mal denen noch eine Runde. Ist echt viel Gelaber so vor dem großen Kampf. Hey! Noah, you're supposed to be in bed. Ja, ihr auch. Sorry, Leon. Amusing, coming from a gal who can't get to sleep because she's too excited. Mimi!
done that. Aha! Caught in a web of lies. Web? It's one little lie. That's like a strand of a lie, if anything. The web thickens. Mm. No, man. Webs do not thicken. They... I mean... Ja, haben wir alle Spaß. Ist doch schön. Feels like it was only yesterday that we met. Kommt mir auch so vor, ja. That's how life is. Time rolls by without you noticing. Until one day, you're looking around, wondering where it all went. Dabei sind es schon 50 Stunden, die wir hier fast miteinander verbringen. Yeah, I guess that's true. Say, Noah, after we win tomorrow and send the Empire packing, what you gonna do with yourself? Oh, tja, gute Frage. I honestly haven't given it much thought. Really? Okay, so hear me out. What if we formed a new watch? We could hunt monsters, teach brigands a lesson or two, fun times like that. That does sound fun, actually. I know, right? Mimi, are you in? I must finish my journey of the sword. Oh, boo! Die Reise des Schwertes. I suppose it wouldn't hurt to tag along for a little while. A connection like ours deserves that much. Really? Woohoo! Now we just got a real Garin! Well, now that I've got something to look forward to, I'm gonna tuck in. Big victory in the works tomorrow and all that, right? Sleep well, you two. Das machen wir. She'll never change. No, probably not. And neither will you. You're steady as a rock, which is probably why so many people stand by you. Ich bin der Fels in der Brandung. As for me, you've taken me on an incredible journey as a swordswoman, and I'm grateful. Oh, I didn't do anything special. Hmm. Well, perhaps I'll turn in as well. Can't swing a sword with tired arms, after all. Yeah. Wir quatschen uns ja alle ins Bett irgendwie. We're going to win, Noah. We sure are. Natürlich gewinnen wir. Forgot to mention, when we form our new watch, I'm carrying over my status as senior member. Wouldn't have it any other way, boss. That's my kiddo. Wunderbar. Vegane Frikandeln sind besser als die mit Fleisch. Na, dann muss es ja ordentlich gemundet haben. Trouble sleeping, Commander. I needn't stress how crucial it is to be rested for tomorrow, I trust. Yeah, I know. Melridge, tell me something, and don't lie. Do we have any chance at winning this thing? Well, I suppose you deserve an accurate assessment of our chances. If every single one of our ruses is a success, I place our 30%. Odds at 3 in 10. Also ich bin schon bei der Schokolade heute angekommen. Und später gibt es noch Erdbeeren. Mit Eis vielleicht. Aber ich bin noch immer so... 3 in 10? That's... Wow. Ich habe früher Erdbeeren gern mit Milch gegessen. Vor allem so mit schön fettiger Milch, so Kondensmilch am besten. Aber das geht heute nicht mehr so mit der Verdauung. Yes. Leider. Wow. That said, and I do not put this out into the world as some hollow lie to boost morale. I believe we will win. Natürlich werden wir gewinnen. Wait, really? The thing about people is that you can't take their full measure based on mere numbers and information. To me, that's the most fascinating part of living. As a tactician, I look at the numbers, analyze the strategy, and tell you 3 in 10.
when I look at how hard everyone has prepared for tomorrow, and how resolutely they face the challenge, I believe something different. I believe it's what's inside that will decide who wins. And by the measure of our hearts and spirits, we are certain to carry the day. So that is my answer. Given not as a tactician, but as a rather plain man named Melridge. Oy. I'm glad you said that. Because I feel like we're gonna win too. Then we shall. I should retire now. After all, I have to prepare not only a battle plan, but a victory feast. Make it a good one. So, ja. Alle gehen wir jetzt mal schlafen hier. So, mehr ist hier nicht. Bei zu viel Erdbeeren bekommst du Magenprobleme. Das bringt halt leider das Alter so mit sich, ne? Das ist bei mir auch mit vielen Dingen mittlerweile so, dass die zusätzlich Magenprobleme auslösen. Hey, Noah. Out taking the air? Probably wouldn't kill you to catch some shut-eye. Er muss ganz schön viel quatschen hier, ey. I'm on it. Bevor es wieder richtig losgeht. The fates of a lot of folks are on the line tomorrow. I know, Gar. It's a big responsibility, but I'm ready to shoulder it. Didn't think I had to worry. All you gotta do is stand tall like always. We'll fight for you to our dying breath. Thanks, Gar. Tell me that after we win. Nothing fills a mercenary's belly like a savory meal after a sweet victory. So let's make sure we get extra helpings of both, yeah? Good plan. The damn Empire doesn't stand a chance. Night. Oh, Nacht. Get to sleep already. Ich muss noch Periel finden. Periel, wo bist du? Ach, die Tür war ja zu hier, ne? Ja, gut, dann muss ich runtergehen. Periel, wo bist du? Ich will schlafen. Ich kann gar nicht runtergehen, hä? Okay, na, dann muss ich jetzt scheinbar schlafen, oder? Okay, jetzt muss ich wirklich schlafen. Oder kommt jetzt noch Periel? Nicht? Hm, schade. Ach, die ist bei dir. My, but here's a rare guest. You are the last person I expected to wander in. A young woman alone in the enemy camp? You're fortunate my officers spotted and reported you. A woman is less likely to be summarily cut down than a man. And besides, sometimes one must cross the fire to reach water. Meaning what? You haven't come to offer terms of surrender, I presume. No. The others are determined to fight on the morrow despite the odds. Erdbeeren besser vom Bauer um die Ecke. Im Ausland wird zu viel Chemie verspritzt. Einen wunderschönen guten Abend. Abzweigverbinder. Ich bin immer wieder erstaunt, was für kreative Namen man lesen darf. Ja, auf jeden Fall. Erdbeeren würde ich auch immer um die Ecke kaufen. Früher waren es bei mir, als ich noch woanders gelebt habe, Karls Erdbeeren. Karls Erdbeerhof. Wobei ich aber auch nicht weiß, wie der seine Erdbeeren anpflanzt. Weiß ich nicht, ob der Chemie verwendet oder ob das Bio ist, aber das Beste ist immer noch, wenn man Erdbeeren selbst anbaut. Auf dem Balkon oder so. Wir haben ja auch Erdbeerpflanzen und die werfen ein bisschen was ab, so zum Naschen. Zum Naschen reicht es, wenn man mehr essen möchte, muss man einkaufen, aber da gibt es ja genug Erdbeerstände, die ja auch hier so aus der Region verkaufen. Oder man geht halt noch selber pflücken auf einem Erdbeerfeld, ne? Das ist ja, das ist ohne feine Sache. Then why? I wish to remove myself from their foolish gamble.
You intend to surrender alone? Aufgeben, aufgeben nicht. I'd sooner break my own knees than bend one to the Duke's. Please just get to the point. During the confusion before tomorrow's battle, I intend to take several of my oldest attendants and flee this place. Mm-hmm. I have come here to buy safe passage. Zu erkaufen sogar. Your terms? After the battle commences, but before Kinan storms the castle, I need a guarantee we will be let through unharmed. Mm-hmm. We will abandon the others at the last possible moment, and with your troops at the gates, the Alliance will be unable to pursue. Only you would dare to attempt a purchase of your freedom while coming to us empty-handed. House Groom's entire fortune is hidden in a secret treasure vault in Eltisvice. It is yours, if you but agree. A tempting offer. However, if you do this, House Groom's name will be dishonored forever. I have more important things to protect than honor and glory. Let them name me a coward. At least I'll be alive to hear it. Here, the signet ring of House Groom. To sweeten the deal, if I have failed to convince you already. Are we agreed? Macht sie ernst oder ist das hier nur ein Trick? It's no secret that you humans value your necks above all else. But very well, we are agreed. I only wish I could have seen that sniveling wretch, Salus Bailrunt, beg for his life. Komm, hintergeh ihn doch einfach. Am besten morgen im großen Krieg, Schlacht, Dings, Bums, was da auch immer ansteht. I've sent the others away. It's safe. So, er wird auch alle hintergehen. I thank you for granting me a meeting on short notice, General. I have something that I think you should see. Mhm. Das ist doch Sains Vater, wenn ich mich nicht täusche, oder? I was under the impression House Kessling had sided with Duke Aldrich. As head of my house, I had a responsibility to ensure my family's survival. All the same. You've had a change of heart. Ha, ist das schön. Under the Duke's nose, I solicited the help of some nobles who oppose him, and used a collaborator in the Intelligence Bureau to get my hands on this. Insgeheim hat er weitergearbeitet, um den, um Eldritch auffliegen zu lassen. Das ist so wunderbar. Is this genuine? He managed to keep this one seal hidden from the Dukes. I should not have to tell you, it is authentic. You've crossed a perilous bridge, Craig. Perhaps. Perhaps. But no matter what banner he stands under, my son is my son. Naja, nicht jeder verträgt halt Erdbeeren, ne? Bei mir ist es mit den Erdbeeren okay, aber wenn ich es halt mit Milch essen will und vor allem mit fettiger Milch, dann ist es bei mir die Milch, die da im Magen ordentlich Rabatz macht. You all fired up for the big day? Might even be the most important day of our lives. Not tied to the pressure or anything, which I'm probably doing. So I'll just shut up now. Yeah, I'm ready. She's right, you know. It is the most important day of our lives. Everyone's gathered in the Great Hall. You coming? Right behind you. Jawohl. Versammeln wir uns zum großen, zur nächsten großen Versammlung, wo wir nochmal alles besprechen.
Aber erstmal gucke ich mir mal Versandberichte an. Hallo? Hey there. Naja, nicht so viel Spannendes. Allgemein ist es doch immer gut, wenn man Obst, Gemüse regional kauft oder Bio. Halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt oder mal kauft, wenn es im Angebot ist. Es ist ja doch mal beim Edeka oder so, dass auch regionale Sachen oder Bio-Sachen mal im Angebot sind und reduziert und dann... Kann man auch mal beherzt zugreifen. Oder TK-Gemüse. Sorry for running late. That's unusual for you, my lady. Hat sie sich jetzt wirklich freies Geleit erkauft? Dass sie flüchten möchte? So much to get ready. Dass sie uns in den Rücken fällt? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Are you ready to move out? Ich speichere nochmal kurz. Dann können wir losgehen. As you wish. Das habe ich gerade gar nicht gemacht. Einfach nochmal speichern. So, dann liege ich ja mit den 50 Stunden fast richtig. Mit den prognostizierten 50 Stunden. Are you ready to move out? Ja, komm. Yes, it's time. The day has come for our final battle with Dukes Aldrich. And his Imperial Legion. Jawohl, alle haben sie versammelt, super. This day, as well as the fates of countless others. Duke Saldrick seeks to claim the power of the rune lenses for his own ambitions, and is sacrificing innocent lives to do so. We have to stop him. No. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. We have parents, children, siblings, lovers and friends, both new and old. People whose homes and countries stand imperiled, whose ideals and cultures are on the brink. Everyone here has something worth protecting, and we will fight to the last to keep them safe. Together we fight. Together we triumph. For the sake of the people and places we love, let us claim this victory together! Are you ready to show those imps the steel of the Alliance? We worked endless nights to get you weapons and equipment, and we know you won't let that be in vain. And if you thought breakfast was good, you're gonna love tonight's victory feast. Gar nicht. We believe in you. Gar nicht episch die Ansprache. For the glory of all races. These imperial cravens don't stand a chance. These are our lands. It's our responsibility to defend them. And defend them we will. Brothers and sisters of the Alliance, onward to victory! So. Jetzt darf ich ja gar nicht verkacken. Oh Gott, sind das viele Legionen, die wir hier zusammengeschmissen haben. Oh Gott, ich muss ja erstmal hier wieder ein bisschen basteln. Mal gucken. Milch habe ich seit einem Jahr oder so nicht mehr gehabt. Ich trinke. Bei mir ist es ähnlich, wenn dann ist es nur Milch in sehr kleinen Mengen, aber so generell habe ich der Milch abgeschworen und bin halt auf die Milchalternativen umgestiegen. Aber manchmal ist es halt so, wenn ich nochmal
auswärts einen Kaffee trinke oder so, Cappuccino, Latte Macchiato, das gibt es ja halt selten immer noch mit Hafermilch oder Sojamilch oder so. Haben die mal, da wo ich jedenfalls immer bin, gibt es das immer noch nicht. Team bearbeiten, so. Das ist so groß, dass es gar nicht auf meinen Bildschirm hier raufpasst. Ich habe noch Bogenschützen. Mit 100, 110 und 100. Die geben halt Magier, Verteidigung, ein Upgrade und... Er hat Bogenschützen, aber dann kriegt er mal die besseren Bogenschützen, so. Weil der gibt denen ein Upgrade. ...90, 100, 90, 80, das macht jetzt nicht so den Unterschied. Aber ist hier keiner irgendwie so auf Kavallerie spezialisiert? Da ist noch Bogenschützen. Hm. 100, 100, 120, 90, also besser geht's ja kaum. 185, 70. Da müsste ich eigentlich die ja mit reinnehmen. 190, 80. Die sind ja schwach. Dann kommen die hier mit rein. So, er könnte auch Pferde. Was haben meine Pferde? 90, 90, 70. Der Bogenschützen 80, 90, 100, 70, 90, 70. Ah, sonst geht es jetzt wieder hier los. Alles irgendwie 90, 80, 100. Das ist noch sehr schwach hier. Aber was kann man denen noch zuweisen? Bogenschützen könnte ich zuweisen. Weil die sind echt schwach. Dann nehme ich doch lieber die Bogenschützen mit rein. Denke mal, das passt. So. Zurück. Tja, das ist wahrscheinlich Kriegsbeginn, oder? Rein in die große Schlacht. Die Elfen kommen ja auch noch aus dem Wald. Hoffentlich. Und, Kinanin wird sich, das Volk wird sich auch noch irgendwie dagegen stellen. Wenn der oberste General abtrünnig wird, dann Goldwyn wird abtrünnig. Sollte doch easy werden, hoffentlich. Congratulations, Your Grace. Heinrich. Der blonde Heinrich mit den blauen Augen. Yes. A page has indeed been turned. Yet, this is but one more passage in my greater story. For the war will continue apace. Can I rely on your continued fealty? Myself, my sword, and my life belong to you, Your Grace. Okay, cool. Alles klar, Heinrich. Okay. An der Motivation fehlt's nicht. Sie sind sehr motiviert. Und ich habe einen Panzer. Pathetic fools. What do they mean to accomplish with only half, no, less than half our numbers? Ach so, und die Wiedergänger, die Untoten sind ja auch
mit denen rechnen sie ja auch und die sind ja auch schon weg vom Tisch. Auf die können sie nicht zurückgreifen. No wonder that woman wants to demean herself by running for the hills. Demean herself? Tja, das ist wie ein Herr der Ringe, hättet ihr jetzt, wie war es? Wie heißt der dritte Teil? Ich weiß das gar nicht. Nicht die, der zwei Türme war, glaube ich, auch eine große Schlacht. War es die Rückkehr des Königs? Oh Gott. Mein Herr der Ringe-Wissen ist sehr beschränkt. Das tut mir immer so leid, dass ich da nicht so mitreden kann. Aber ja, da ist halt auch, das ist ja auch die große Schlacht. Und ich denke mal, darauf soll es hier hinauslaufen. Die letzte große Schlacht. I only pray they understand when I do the same. Oder Schlacht der drei Heere? Ach, wie hieß das denn? Keine Ahnung. Duke Eldridge gegen Noah. Also der Eldridge, seine Streitkräfte müssen fliehen. Okay, dann haben wir gewonnen. Ach, du Kacke, das sieht aber echt viel aus. Die ziehe ich erstmal rüber. Gucken, ob das was bringt. Vielleicht ist es auch dumm. Die bewegen sich nach vorne. Und die bewegen sich auch nach vorne. Was? Nur eine kommt nach vorne? Die von den Untoten? Okay. Place the older Drakkar at the fore and advance! It's time our enemy saw the new face of war! I shall make offerings of them on the bloody altar of conquest! Ah, stimmt, der kommt mit seinem Superdrachen hier noch an. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Tja, wo sind sie? If we don't find a way to contain that thing, all the clever ruses in the world won't save us from utter destruction. Da sind ja doch ein paar Untote. Devin Oatney ist während einer Panikattacke gefallen. Ist aus heiterem Himmel gefallen. Oh Gott. Was sind denn das für Streitkräfte, die einfach so umfallen? So. Die bewegen sich hierhin. Wir gehen nach vorne und die anderen halten die Stellung. So machen wir's. Ah ne, da geht nur eine nach vorne. Oh, ich habe schon wieder vergessen, einen mitzuziehen. Wo macht dieses Vieh die Angriffe? Das verstehe ich nicht. Da ist schon wieder einer umgefallen aus Panik und mit Panikattacke. Wer? Der heilige Baum kommt. Der uralte heilige Baum. Oder? Wer kämpft da jetzt mit uns? Es ist der Waldschrat. Das ist ja wirklich wie bei Herr der Ringe. Da kommen doch auch Bäume und kämpfen mit. Stimmt, der Dendriark. So hieß er. Ja, cool, der kämpft jetzt mit.
Aber Feuer gegen Holz? Ich weiß nicht. Jetzt geht's los. Kräfte messen. Da bist du buff, Eldric. Pay the dragon no heed. Advance. Weiter. Aber ich schicke nur Noah seine Einheit vor. Das ist... Das ist dumm. Ist halt immer problematisch. Nur, wenn man nur eine auswählt. Da hätten sie es ein bisschen besser machen können. So Interface-mäßig. Das ist schon ein bisschen fummelig. Die Bedienung. Jetzt gibt es erstmal richtig auf den Sack, ja. Müssen wir uns zurückziehen. Okay, was ist denn jetzt los? Yes, m'lady. There's the cowardly woman's signal. At least she's smart enough to know one overgrown plant won't change her fate. Alert the troops. Tell them to momentarily halt their advance and refrain from engagement. At once, sire. As the battle is already raging, I shall go personally. To ensure no harm befalls her in the confusion. Okay. You worry over much. Irgendwas muss doch da sein. To a lady, sire. Okay, die rücken nicht weiter vor. Die können jetzt hier stehen bleiben. Schicke ich eine Einheit rüber? Die schicke ich mit rüber zur Unterstützung. Die bleiben einfach stehen, damit sie sich verteidigen. Kampf beginnt, so. What's wrong, Heinrich? Was denn los, Heinrich? I'm not sure, Your Grace. The Kinani seem to have halted their advance. Halted? What is Valmaris thinking? Vielleicht hätte ich jetzt so voranschreiten müssen? Keine Ahnung. Ich bin nicht so gut in Schlachten schlagen. Bin nicht so der Taktiker dafür. It's now or never. Give the signal, Carrie. Right. I will do that because I'm totally ready to do that. Because I am perfect. Meine Schwester im Geiste. And boom! Take it away, kids! How dare they keep me on a knife's edge for so long? Even one as great as I was starting to lose my composure. Yeah, can we just get on with it? You know what to do, yes? Of course. All guardians are taught the secrets of the rune letters. Very well. Then follow my lead and focus everything on the primal lens. Ach so, jetzt schalten wir die ab, oder? Damit die Untotenarmee verschwindet? Ja. Aber leider habe ich schon ein bisschen zu viel Schaden genommen. Von den Untoten. What's happening? And what in blazes is that sound? Oh, der guckt sie nicht schlecht, wa? The Reverend Army is... They're turning into dust. Guter Zaubertrick.
Right on cue. The Forward Clan and the Elves stand with the League of Nations. Oh, sie machen einen Flankenangriff. Show them how true our arrows fly. Archers, knock. Archers, loose! I am Electra. Oh. General of the Norristuri army. Elektra. And my every waking moment has been spent in anticipation of this day. Hear me, my soldiers. Long have you suffered the Empire's indignities and borne the unbearable for your country. But together, we will focus your anger into a single mighty blade. Today, we defeat our sorrows and avenge our beloved Athrobolt! Now let us overrun these Canarni dogs! Charge! Elektra wieder richtig elektrisierend. So muss es sein. An ambush? Curse those wretched elves! Those blasted stragglers! Ach, deswegen sollten die nicht vorrücken. Counterattack now! Macht Sinn. Send everyone! Das macht Sinn. Just given the order to stand down. Our lines are in chaos. Ha, was für ein Trick. Contain this pandemonium at once, Vordis. Vordis. Und der hat sich verabschiedet. General Vordis is on the front lines, sire. I'll have hands for this. Reform the ranks at once. I don't care what it takes. Kommt der Großangriff. General Electra, she's alive! Oh, yes, yes, yes! Go! I am General Electra of Norrister. With me! Schön, dass ich die da oben rübergezogen habe. Ist das dumm, ey, was? Alles kaputt gemacht. Nur hier unten kämpfen sie jetzt. Und dahinter steht schon die Verstärkung. Aber die kann ich ja dann links rüberziehen. Also ich hätte die nie nach rechts ziehen müssen. Das wäre dumm, ey. Aber eine kann ich ja mit hinschicken. Dass sie noch schlagkräftiger sind. Oh, die kämpfen aber lange hier. Oh, die ziehen sich aber in unterschiedliche Richtungen zurück. Ach so, die sollen die Fluchtroute sichern, alles klar. What in the hell is happening out there? The Revenant army has been annihilated, Your Grace. Also, our troops have been ambushed by both the elves and a company of Norristuri stragglers, led by General Electra. Die Ereignisse überschlagen sich, würde ich mal sagen. If they've been ambushed, we still have double their numbers. So get out there and crush them. Your Grace, beg pardon, Your Grace, but yes. What now? Warriors of Kenon, I hereby renounce the king's sworn oath I made upon these hordes. Oi. Henceforth, I follow the honor of my heart and fight for the alliance. My enemy is Duke's Aldrich and his cursed empire. And if your heart knows this to be as true as mine, then follow me to victory! Jawohl. Vordis. Onward with General Vordis. We'll show those Galdians what Dragonnut warriors are made of. So muss es sein. Those filthy Dragonnut traitors! To arms! To arms! The Kinanis have turned against us. Jawohl. What is the meaning of this, Vordis? You are king sworn. I no longer have a king. You accuse Lady Periel of demeaning herself. She said there are more important things to protect than honor and glory. You scoffed. You wouldn't know true nobility if it grabbed you by the horns. Oh, spare me your momentary crisis of conscience. Oh,
but this is no crisis. With every fiber of my being, I renounce you. Oh, ho, 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 ho. So, die gehört jetzt auch mir, oder hier die Einheit? Ah, die kann ich nicht bewegen, die bewegt sich selber, okay. Muss ich eigentlich vorrücken? Machen wir einfach mal. Nee, warte mal. Abbrechen. Die bewegen sich mal wieder rüber. Da, wo sie eigentlich sein sollten. So. Those Kinani lizards actually had the gall to betray me. Schande. Spread the word. I want an all-out attack on the Alliance's main force. All-out attack, okay. A generous reward awaits whoever brings me the head of the blasted boy who commands them. You will lead the charge, Goldwyn. I order it in your Emperor's name. Ich glaube, der wird nicht hinter euch stehen, Goldwyn. Deshalb wird er der Nächste sein, der abtrünnig wird. The ability to seize the right chance at the right time. The time has never been more ripe. You wouldn't dare. Oh. Aldric, you wicked traitor. Your crimes have been brought to light. You murdered the late Emperor and sequestered his son away to use as your pawn. What rot? Where is your proof? Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Das ist... Das Spiel... Lenkt das doch alles so schön in die Bahn. Alles gipfelt in diesem großen Kampf und alles. Die Ereignisse überschlagen sie nicht. Überschlagen sich einfach. Jetzt kommt alles zusammen. A letter from his young excellency himself. It was entrusted to me by a number of principled individuals who, at great risk to their own life and limb, managed to elude your surveillance network. Eigentlich mache ich gar nichts in der großen Schlacht bis jetzt. My order of His Excellency Ishmael Phaetranthus, Emperor of the Goldian Empire, his father's murderer, is to be put to the sword. Oh. No. No. This cannot be. No! Ah, Eldrick. Wait. Look over there. Is General Goldwyn really? Yes, he is. The general is going to fight with us. Die stehen alle noch so weit weg. I can't believe it, but I think you're right. Why? What happened? Do you remember what I told you last night, Commander? I said victory depends on what's inside a person, which is why we would carry the day. So it's really that simple. Don't listen to a word he says, Noah. You can't trust any rogue who sends a lady into the enemy camp so she can pretend to be a scared little girl. Agreed. I can't count how many times he sent me into Imperial territory to spy on the Intelligence Bureau. And he insisted I pretend to be philandering in order to avoid suspicion. Wait, what? I totally believe that! You may submit your complaints later. What matters now is how we use this chance. He's right. Everyone target Aldrich's main force! Advance! Ja, ich bin noch zu weit weg. Ich müsste viel weiter vorne stehen, damit wir jetzt angreifen könnten. Das ist dumm, ey. You impudent worms! Wir kommen erst noch. Wartet noch mal kurz. Engage the enemy!
Wäre lustig, wenn ich das jetzt noch verkacke, ne? Entscheidende Schlacht von Ulfbert. Das ist bisher eine sehr passive Schlacht. Weil ich nicht damit gerechnet habe. So. Noah kommt hier rüber. Die bewegen sich vor. Bernard kommt vor. Die kommen hier. Aber sie kann, da muss Noah, machen wir Abbruch, der geht auch nach vorne. Und sie geht mit rüber. So, Kampfbeginn. They stalled out advance. Impressive. With me, charge. Escape my aim, if you can. Oh, die da unten sind auch auf drei. Müssen sich zurückziehen hier. Gott, deswegen ist ja Chaos hier. Chaos. So, die greifen alle da an. Können wir noch ein Speziallegionsbefehl? So, machen wir mal das. Hat er denn Fähigkeit Angriff hoch? Kämpft bis zum Umfall, meine Leute. Angriff! Jetzt nehmen wir so eine Zange da unten. Warum kämpft das Kind mit? Was macht das Kind da vorne? Haltet das Kind aus dem Krieg raus. Oh, die haben ganz schön gefressen. Eieiei. Sorry. This is as far as I go. The enemy unit is destroyed. They hardly put up a fight. Ich sehe gar nicht durch, was da gerade passiert. Das ist da unten, okay. Wo 3 gegen 2 ist. Okay, die Musik fängt wieder von vorne an. Ja, die können auch sich nicht zurückziehen, die sind ja in der Sackgasse. So, die können da angreifen. Was haben wir denn noch? Magie hoch.
Quatsch. Sie geht einfach hier mit rüber. So, haben wir noch einen Legionsbefehl? Vozieren. Machen wir das, dass die Verteidigung runtergeht und die sich auf uns konzentrieren. Dann können wir hier noch... Schicken wir die noch mit rein. Und die greifen trotzdem mit ein noch. So. Kampf beginnen. Ja, die richten sich trotzdem nach oben. Ich dachte, ich habe sie provoziert. Elektra macht nichts mehr. Die hat keinen Bock mehr zu kämpfen. Hätte man das gewusst, hätte man vorher schon alles da parat gestellt, nach vorne gezogen und dann wäre es wahrscheinlich auch aufgegangen. Man sieht nichts vom Kampf jetzt. Sorry, Galu. How did they do that? Better pull back. Puh. Muss man den Wutmodus gleich mal schalten. So, wir rein da. Hartnäckigkeit. Ja, man hätte halt von Anfang an mit denen irgendwie zusammen angreifen müssen, dann hätte alles wohl geklappt. Oh. Wir haben nicht mehr viel. Ach so, die können gar nicht angreifen. Was machen wir denn da? Bewegung abbrechen. Ah, Goldwyn rückt auf. Ja, endlich. Also, ich dachte, ah, rumstehen ist halt ein bisschen doof. Oh, jetzt greifen sie alle mit ein. Ihr müsst tapfer fallen, meine Freunde. Aber wir können ja nicht alle hier jetzt angreifen, oder? Doch, oder? So, Kampf beginnen. Aber man kann halt nicht zu viert angreifen, das ist halt doof. Du bist schon besiegt, das ist aber nicht gut. Ach ja. Aber wenn eine Legion ausfällt, kann gleich die nächste nachrücken. Das ist halt das Gute. Sorry, we're pulling back. Anyone who needs healing should come to
Wie sieht's denn aus? Ja, aber auf jeden Fall wird man es schaffen. Ist halt ein Ackermatch. Da muss geackert werden. So, ihr müsst da rein, Leute. Das tut mir leid, aber... Was hat er noch? Konzentrierter Angriff. Und sie greift trotzdem noch mit an. Einfach rein da. Ah, sie richten sich alle nach oben. Insignificant maggots. I'll not let you lay a single finger on his grace. Ach so. Das war's schon? Ja, cool. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen, über einen Kommentar freue ich mich auch und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt's hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.